oder ist von Cerberus? If you haven't heard of Cerberus today or read in the newspapers today, well, here a little short backup, because in Mass Effect 1 there were some side missions which brought you in contact with Cerberus. Cerberus is actually a terrorist group which has for some reason really interest in Shepard being alive, and even though we fought a lot against them, they wanted us back alive. So thanks, I guess. Now fuck off and yeah. Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Mir ist egal, was Sie getan haben oder was Sie mir erzählen. Ich arbeite nicht für Terroristen. Das können Sie alles dem Boss erzählen. Aber erst, wenn... And here's a data pack. We certainly want to hack this, because we need a lot of money. And everything we can get is useful. So, bear with me. I'm trying to make this short, and yeah. Actually, this is my favorite form of hacking, because you get the money quite quick if you are lucky. So, the next room will be filled with mechas, but since we are now three, this is not much of a problem. That were the first three, and now we go up and we'll find a... Tödliche Gewaltanwendung. And now you can see why Singularity will be pretty awesome, because groups of enemies like this will be really slowed down by the effects. And even so, now there wasn't an explosion. Every enemy in this who's caught in the gravitational field of the Singularity will become a walking time bomb, if you want so, and which can be easily blown up with warp. Let's hack this. There we go. That's the first. Ah, come on. Two more. Ah, there's the second. And there we go. And you can actually click on end before it actually is finished, because the animation just will continue even so you just finished it. So you can, well, save yourself like 3 seconds and still get the money, which is nothing special but kinda nice. So, and now our great teamwork with Wilson will end on a tragical way. But before we do this, we will let him do one nice magic trick. So everyone can see, he's standing right there behind Will, Jacob. Let's open this door. Wait, there he is. So he's los, hier entlang. Awesome guy. He can bring people back to life. Aber sie waren doch die very fast. But also tot? Teleport. Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Yeah, and also he's a traitor.
Well, Miranda has no proof for that, but she knows, because... Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ja, yeah, that's her Ich dachte, proof. Das hätten Sie mittlerweile begriffen, She Jacob. Never failed. That's the best proof. If you get any time into a discussion, just say, I am right, you're wrong. Shut up. This is really useful for scientific versus religion threats, like, and yeah. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um Sie auf unsere Seite zu ziehen. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Nope, no more questions. Let's go. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen Aha, wir. Funny joke. Not. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Laut Unterlagen waren Sie das Kind von Raumfahrern und wuchsen hauptsächlich auf Schiffen auf. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und den Angriff eines Dreschlunds überlebt, dem der Rest Ihres Teams zum Opfer gefallen ist. Erinnern Sie sich daran? Ich habe an dem Tag viele Freunde verloren. So ein Erlebnis verändert dich und es kann dich zerbrechen, wenn du es zulässt. Ich habe den Bericht gelesen. 50 Marines sind auf Akkus gefallen. Nur Sie nicht. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo Sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied Ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie sie zurückgelassen? Yeah, this is one of the decisions that were carried on from Mass Effect 1 to Mass Effect 2. There you had to set up an H-bomb and say, and you had to decide which team member you want to sacrifice to blow up a huge facility which was producing Krogans, which are these huge, evil, and really tough warriors. And yeah. Ich habe an diesem Tag einen Freund in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Ash hat ihr Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne sie hätte ich Saren nicht aufhalten können. Sie starb als Heldin. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Oh, that's really beautiful. Let's skip it. Okay, as you may have seen... Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Yeah, shut up, Miranda. Miranda will be a really pain in the ass, just like Wilson. So, yeah, she's constantly jealous on me having the command and... I can do everything better than you! And now we're gonna change the armor from the Judge Dredd to this nice alien collector suit with the really nice face. Yes, face. And yeah, that was the second episode of Let's Play Mass Effect 2 Insanity. I hope you like it. I hope we will see you again in the third episode, and bye bye, see you then.